Heute sprechen wir über das Flussraubzug-Update, was in Assassin's Creed Valhalla kommen wird. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Assassin's Creed, also bleibt mega gern mit dem Abo mit am Start, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, das Flussraubzug-Update, das wurde angeteasert von Ubisoft erst im Post-Launch-Content-Trailer, dann wurde es angeteasert jetzt mit dem Julfest-Update, was ja eigentlich Bugfest-Update heißt. Und ich möchte nochmal ein bisschen mit euch darüber im Detail schnacken. Konzentrieren wir uns mal hier auf die Meldung. Vorschau auf das Flussraubzug-Update, das ist das, was wir bis jetzt darüber wissen. Im Februar 2021 wird das Ganze freigeschaltet. Das bedeutet vielleicht an einem Dienstag oder Donnerstag im Februar. Es könnte sein, dass es schon am 2.2.2020 rauskommt. Wäre ja eine schöne Zahl, vielleicht aber auch erst am 9., 16. oder 23. oder in den entsprechenden Wochen. Wissen wir noch nicht an der Stelle, muss man einfach so sagen. Es gibt dort neue Fertigkeiten und neue Fähigkeiten. Die neuen Fertigkeiten wurden ja schon von einigen geleakt im Spiel. Ich persönlich habe sie leider noch nicht. Bedeutet, ich kann da nicht viel zu sagen. Es gibt neue Fertigkeiten bereits jetzt, aber die sind verbuggt und noch nicht wirklich im Spiel. Also sie sollen noch nicht drin sein, sind aber schon drin. Außerdem gibt es neue Fähigkeiten. Fähigkeiten sind Skills, Abilities, die findest du ja in Form von Büchern in der Spielwelt. Ich bin sehr gespannt, was wir da kriegen werden. Vielleicht passt das auch so ein bisschen zu Raubzügen, vielleicht ist das irgendwie ein besonderer Angriffsskill, Crew rufen oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das thematisch halt inhaltlich wirklich zu so einem Flussraubzug passt. Was das genau ist, das wissen wir noch nicht, da kann ich bis jetzt nur mutmaßen. Sowas fände ich auf jeden Fall cool wie Jorms-Wikinger rufen und dann kommt dein Jorms-Wikinger nochmal dazu oder vielleicht nochmal ein zufälliger oder irgendwie sowas. Das fände ich ganz lustig, wenn dieses Feature nochmal mehr Liebe kriegt, denn das ist tatsächlich auch das Motto des Updates. Drei neue Karten, die sollen uns auf Trab halten und das ist natürlich was ganz Geiles. Also drei neue Karten, das bedeutet neue Gebiete, so wie zum Beispiel Finnland, Norwegen, ja England, gut, das ist halt ein Gebiet aus vielen Gebieten, aber ihr wisst, was gemeint ist. Es ist wirklich ein neues Gebiet, was da an der Stelle angeteased wird und das Ganze schon im Februar 2021. Drei Gebiete, drei neue Karten. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur so ein ganz kleiner Bereich ist. Ich denke, das sind schon so Klöster, vielleicht auf Inseln oder nochmal weitere Bereiche Englands, die wir noch nicht kennen. Englalalalaland. Das ist ganz geil und das Coole ist halt auch, dass wir diese Sachen wiederholen können. Es werden wiederholbare Inhalte sein, die wir genießen können in Assassin's Creed Valhalla und das suche ich ja schon seit langem. Da sage ich, ey, das braucht Assassin's Creed Valhalla, ein gutes Endgame. Wenn man es durch hat, dann gibt es ja wenig zu tun und mit wiederholbaren Inhalten, die sinnvoll sind, gibt man dem Ganzen nochmal einen Grund da hier sich einzuloggen. Ganz geil. Und ich freue mich drauf. Neben den Daily und Weekly Quests gibt es ja derzeit so kaum noch Gründe, sich einzuloggen. Außerdem gibt es neue Ausrüstung. Ich glaube, das ist relativ klar. Wenn wir irgendwas plündern, dann erwarte ich auch neue Ausrüstung, neue Sets, die auch kostenlos sind. Erwarte ich tatsächlich an der Stelle auch nicht, dass das jetzt wieder ein 20 kostet für jeden. Das wäre ziemlich schade. Ja, Silber, gut. Runen. Ich bin gespannt, ob es neue Runen sind, weil da steht nicht explizit neue Runen, da steht nur neue Ausrüstung. Also ich denke, die Runen werden beim Alten bleiben. Eben die Bücher des Wissens, ja, das sind ja die neuen Fähigkeiten und viele mehr. Was vieles mehr ist, da bin ich auch mal gespannt drauf. Kann man nur Rätsel raten derzeit. Das Geile ist halt auch, dass wir eine neue Jorms-Wikinger-Halle in der Siedlung kriegen. Bedeutet, wir können unsere Siedlung weiter ausbauen. Also mit irgendwelchen coolen Gebäuden. Vielleicht ist es nur ein Gebäude, die Jorms-Wikinger-Halle. Aber das reicht mir schon. Tatsächlich, ich finde es dann ganz cool, wenn die Siedlung so nach und nach über die Updates hinweg wächst. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich meine, jetzt gibt es schon einfach so eine Kaserne, aber da schlafen die halt drin, so eine Jorms-Wikinger-Halle, wo vielleicht sogar mehrere Jorms-Wikinger sind oder so. Das ist schon eine coole Sache. Und wenn man mehr Liebe in dieses Feature steckt, mehr Sinn da reinsteckt, dann finde ich das besonders klasse. Ich meine, bislang ist es bei mir verbuggt. Ich habe einen Jorms-Wikinger, habe nur einmal 100 Silber dafür bekommen. That's it. Das war meine Jorms-Wikinger-Experience. Und ja gut, man kann halt welche von anderen anheuern, ergibt aber auch nicht so viel Sinn. Also es macht einen nicht besser. Und wenn man die dann leveln kann, was ja kommen wird, es wird ein Progressionssystem geben für die Jorms-Wikinger, dann sieht das Ganze natürlich schon mal anders aus. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann ablaufen wird, wie wir die aufleveln. Ich denke mal durch viel Benutzen und dadurch werden die dann wahrscheinlich stärker, können vielleicht sogar irgendwann Fähigkeiten erlernen. Das wäre halt krass, wenn man den Jorms-Wikingern so eine richtige, richtige Rolle geben würde. Das würde ich mal so mega feiern. Ja. Wir sehen hier den ersten Screenshot aus dem Flussraubzugs-Update. Da sehen wir Eivor auf einem Boot mit einem ganz coolen Skin, mit der Crew drauf eben.
und bläst gerade das Horn. Ja? Ich sagte, blast das Horn, bläst zum Angriff. Offensichtlich ist das hier ein Kloster, christliches Zeichen. Und da wird dann gleich rein geraidet. Mehr sieht man nicht, es ist eine klassische Raubzugsszene, wie wir sie schon dutzende Male in ACV selber gespielt haben. Ne? Leider werden erst Anfang 2021 eben weitere Details dazu bekannt gegeben. Ich wollte euch jetzt aber auf jeden Fall schon mal abholen mit diesen bis jetzt bekannten Informationen. Und Ubisoft verabschiedet sich, glaube ich, auch tatsächlich damit und wünscht uns noch ein frohes Fest beziehungsweise Ende von 2020. Was sie uns nicht gewünscht haben, ist ein frohes Bugfest, denn tatsächlich war das ja das Julfest. Es gibt so viele Bugs, die das Julfest in AC Valhalla reingebracht hat. Da habe ich Unglaubliches gelesen. Unglaubliches. Leute, die ihre Quests nicht mehr machen können, weil Randvi sich nicht mehr bewegt. Keine Chance. Randvi steht da wie ein Fels in der Brandung. Eigentlich muss sie zu Valka. Keine Chance. Sie bewegt sich nicht. Vielleicht ist das Ganze ausgelöst eben durch das Julfest. Und zwar dadurch, dass dort neue Assets, neue Gegenstände in der Siedlung sind, dass die Wege der NPCs jetzt nicht mehr funktionieren, so wie sie mal vorgesehen waren bei jeder Quest. Das kann durchaus sein. Und tatsächlich würde ich euch empfehlen, probiert mal, wenn ihr selbst diesen Fehler habt, das Internet rauszuziehen und dann Assassin's Creed Valhalla zu starten. Und vielleicht habt ihr das Glück, dass euer Spiel dann denkt, ey, Julfest ist vorbei, weil ich keine Informationen aus dem Netz kriege. Julfest läuft, so gesehen. Dann könnte es sein, dass ihr dann einige Julfest verschuldete Bugs eben fixen könnt. Generell fand ich es eine ganz nette Idee. Es war aber dermaßen verbuggt. Also das hätte man so nicht rausbringen sollen. Mussten sie aber, weil es einfach zeitlich zu spät war. Also das ergibt nur Sinn, über Weihnachten jetzt Assassin's Creed Valhalla mit einem Weihnachtsevent zu versehen. Das Problem ist nämlich, dass jetzt die Leute es auch zu Weihnachten kriegen und dann sich natürlich über ein Weihnachtsevent freuen. Aber wenn dieses Weihnachtsevent schuld ist, dass Game-Breaking Bugs entstehen, die einen nicht mehr weiterspielen lassen, dann ist das mal eine Überlegung wert, das vielleicht sein zu lassen. Auch eine Überlegung wert wäre es vielleicht mal bei meinem Sponsor und Partner Eneba reinzuschauen. Da bin ich schon tatsächlich jetzt seit über einem Jahr Partner. Da gibt es unter anderem PSN-Guthaben für rund 43 bis 45 Euro, Cyberpunk 2077 tatsächlich für 35 Euro und jede Menge AC-Games wie zum Beispiel auch den Season Pass für Assassin's Creed Valhalla 25 Euro. Das lege ich euch gerne nochmal ans Herz für PS4 oder zum Beispiel für Uplay. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr eben für Europa das kauft, beziehungsweise für EMEA, beziehungsweise für Deutschland. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten beim Kauf. Mit dem Code FRAGNARD spart ihr da nochmal 3% beim Checkout. Würde mich also freuen, wenn ihr mich nochmal über den Kauf dort supportet. Und in diesem Sinne, liebe Leute, kann ich nur sagen, herzlichen Dank fürs Einschalten, Reinschneiden. Die Weihnachtsferien nähern sich. Denke, ich werde auch mal so ein bisschen mehr frei machen. Mal gucken, ob ich mich diesmal dran halte. Ich nehme mir das jedes Jahr vor und mache es dann eh doch nicht, weil irgendeinen Grund, Videos zu machen, gibt es ja immer. In diesem Sinne wünsche ich euch den besten Tag aller Zeiten und vielleicht sehen wir uns morgen im Stream. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren, wisst ihr ja. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.